Hallihallöchen im alten Ägypten. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier nicht irgendwie weiterkommen. Auf Tugator gibt es einen ganzen Haufen von diesen Leckereien. Den solltest du dir mal anschauen, wenn wir wieder da sind. Ah. Sie ist also immer noch hungrig. Das ist eine Skeletthand. Ah, Randolph, meine lebendige Skeletthand. Fee und Randolph verstehen sich nicht gut, aber auf einem Schiff wird jede Hand gebraucht. Jede Hand gebraucht. Ja, sehr lustig, Nate. Hey, Randolph, schlag ein. Ha, toller Typ. Das klappt jedes Mal. Ja, da habe ich doch schon eine Idee, wie wir den benutzen können. Dann wäre zumindest Nate wieder etwas frei. Okay. Stecke Randolph ins Loch. Los! In Ordnung, Randolph. Auf dich wartet eine ehrenvolle Aufgabe. Zieh am Hebel. In Ordnung. Bleib so. Wir holen dich nachher daraus. Ja. Jetzt muss das Vieh wieder da rein. Ihr konntet ja nicht sehen, was passiert, wenn das Vieh im Rad läuft. Vielleicht werden wir es jetzt herausfinden. Lauf im Rad, mein Freund. Und jetzt? Ha! Das ist jetzt wirklich Licht an. Was zum Teufel? Skaraben! Die haben wir früher häufig in Fallen verwendet. Sie fressen Eindringlingen das Fleisch von den Knochen. Ganz tolle Tiere. Ja, ganz toll. Solange die Mistkäfer da herumwuseln, setze ich keinen Fuß in den Raum. Das erscheint mir eine gute Idee. Zumindest solange ich auf deinen Schultern bin. Na, vielen Dank auch. Toll. Ja, ich denke mal, Randolph wird sich da erstmal ganz wohl fühlen. Also schön. Leinen los. Auf nach Tugator. Das ging schnell. Drüben vor dem Palast warten noch etwa 2 Zentner von diesen ungesunden Leckereien auf dich. Ja? Ja, flieg hin. Aber denk daran, nicht alles auf einmal. Ja. Oha. Nein, ich werde stark bleiben. Vorerst. Okay. Was hast du gemacht, Kleine? Du hast das ganze Zeug? Wie ist das überhaupt? Ich meine, irgendwo muss das doch auch alles bleiben. Wow! Echt jetzt? So ein Riesenhaufen? Das ist der größte, gewaltigste und glitzerndste Dunghaufen, den ich jemals gesehen habe. Die kann man echt mitnehmen? Ich soll... Das ist... ist noch warm. Oh, danke, Nate. Danke. Oh. Liebe Entwickler, was tut ihr uns an? Also schön. Alter, Skarabäen sind doch Mistkäfer. Jetzt haben wir einen Haufen glitzernden Mist in unseren Taschen.
müssen wir wahrscheinlich wieder mit dem Vieh hier wieder den Hamster am Laufrad rumirren. Ja, dann. Werfen wir doch mal etwas Scheiße rein. Okay, das scheinen sie wirklich zu mögen. Okay. Vielleicht halten sie mich irgendwann für einen Freund und greifen mich nicht mehr an. Oder sie überwältigen und töten dich, weil sie an den Rest des Dunks wollen. Danke. Vielleicht halten sie mich irgendwann... Oder? Kann man sie irgendwie weglocken oder vertreiben? Haben sie Angst vor Feuer? Das sind Elitekäfer. Wir haben ihre Ur- und so weiter Ahnen darauf trainiert, Eindringlinge zu überwältigen und möglichst qualvoll zu töten. Mistkäfer sind sehr stark, weißt du? Jeder von ihnen kann eine Mistkugel bewegen, die 20 Mal so schwer ist wie er selber. Aha. Vielleicht müssen wir die... Oder auch nicht. Selbst wenn ich über diese Fallgrube komme, spätestens bei der Steinkugel ist Schluss. Die Kugel sollte den Eingang zur Grabkammer nur im Notfall blockieren. Ich schätze, Mortimer hat die Falle ausgelöst, als er sich hier umgesehen hat. Ja, kann durchaus sein. Vielleicht halten sie mich irgendwann für einen Freund und greifen mich nicht mehr an. Oder sie... Okay, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt noch ändern soll. Na gut. Hauen wir erstmal ab. Eine Idee habe ich noch. So schön. Leinen los. So, wir haben ja vom Orakel ja noch den magischen Spiegel. Ivos Vater hat gesagt, dass nur sie Ivo aufwecken kann. Sie muss es aus freien Stücken tun. Niemand kann sie dazu zwingen. Mhm. Der Spiegel zeigt alles, was der Spiegel aus Ivos Zimmer sieht. Im Moment das Innere meiner Tasche. Irgendwas muss es doch noch geben. Bob braucht seinen Schlaf. Ich sollte ihn nur stören, wenn es Neuigkeiten gibt. Alright. Ivo hat sich mit ihrer Mutter, glaube ich, nie wirklich gut verstanden. Aber sie hat sie immer respektiert. Ihre Mutter sei sehr fleißig, sehr gewissenhaft, sehr klug.
Doch ich glaube, Ivo hätte sich etwas mehr Zuneigung und Wärme von ihr gewünscht. Dieser Spiegel und der aus dem Observatorium haben eine besondere Verbindung. Das Vieh behauptet, Olli nicht zu kennen. Dabei ist die familiäre Ähnlichkeit nicht zu leugnen. Ich hatte bisher nur einmal mit einem Drachen zu tun. Die Gute war vielleicht nicht ganz dicht, aber harmlos. Ich habe nie verstanden, warum es in Ordnung sein soll, Drachen die Köpfe abzuschlagen. Drachen sind vernunftbegabte Wesen. Kein schöner Brauch. Olli war früher Buchmacher, hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Ivo meinte, ich würde mir das alles nur ausdenken. Ich muss sie überzeugen, dass sie nicht in Ivos bestem Interesse handelt. Sie will ihrer Tochter nicht schaden oder ihr unnötig wehtun. Okay, liebe Leute, zumindest habe ich etwas zufällig herausgefunden. Lege das Brett über die Fallgrube. Das Brett ist nicht lang genug, um damit die Grube zu überbrücken. Und schräg reinlegen will ich es auch nicht. Am Ende krabbeln die Käfer noch hoch. Aha. Also auch nicht weiter. Klemme das Mauerstück fest. Aha! Aha! Jetzt geht das auch. Meine Fresse. Das hat jetzt aber auch gedauert. Lecker. Wenigstens muss ich ihn jetzt nicht mehr mit mir herumtragen. Die Mistkäfer riechen den Dung. Sie sind ganz aufgeregt. Sie laufen an den Wänden des Lochs hin und her. Sie suchen eine Möglichkeit, zur Kugel zu gelangen. Puh. Na gut, denen können wir helfen. Lauft, meine Arbeiter! Holt euch die Mutter aller Mistkugeln! Na geht doch! Sie schaffen es! Gemeinsam sind sie stark! Allerdings nicht sehr klar. Ja. Aha! Geschafft! Lass mich raten. Hinter dieser Tür befindet sich die Grabkammer des Pharao? So ist es. Wie öffnet man sie? Du musst... hast du mal daran gerüttelt? Wow. Vermutlich muss man diese Scheibe drehen, um die Tür zu öffnen. Genau das verhindern allerdings diese beiden Steinstifte. Na toll. Nicht wirklich weiter. Warum nicht?
Vermutlich muss man diese Scheibe drehen, um genau das... Ach ja, jetzt können wir auch in den Raum da. Also schön, was passiert hier? Gar nichts scheinbar. Ein Rad in der Wand. Von der Positionierung her würde ich sagen, dass man damit das Gitter daneben öffnen konnte. Ganz recht. Wir hatten blinde Sklaven, die sich um die Basilisken kümmerten. Sie durften die Gehege erst öffnen, wenn alle anderen den Raum verlassen hatten. Ja, zu wissen. Basilisken brauchen das Rad nicht mehr. Nur her damit. Irgendwas ist passiert. Aha. Und ist wieder rückgängig gemacht worden. Geht vielleicht jetzt der Hebel? Nö. Oder? Okay, eine Idee habe ich noch. Komm wieder raus, Vieh. Danke.